Ja, herzlich willkommen zur Session Terrestrisches Entwerfen in diesem, wie ich finde, sehr schönen Raum, den ihr ausgesucht habt. Hat so ein bisschen Laboratmosphäre, Modellbauatmosphäre, keine Ahnung. Terrestrisches Entwerfen. Wir sind drei Vortragende. Ich darf den Chair machen, aber auch nur 15 Minuten reden. Judith Kreuter und Franziska Bode dürfen 20 bis 25 Minuten sprechen. Kurz zu meiner Person. Ich bin ausgebildeter Landschaftsgärtner und eingetragener Landschaftsarchitekt und aktuell Professor für Entwerfen urbaner Landschaften an der Leibniz-Universität Hannover. Die beiden anderen Rednerinnen stelle ich kurz vor dem Vortrag dann vor. Ja, terrestrisches Entwerfen, das war so eine Titelidee, die kam Regine und mir ganz spontan bei irgendeinem Gespräch. Auf einmal war sie da und dann fanden wir sie richtig gut, was da zusammengeführt wird. Und natürlich ist es eine Referenz zu Bruno Latours neuem Manifest. Deswegen sehe ich meine Aufgabe der Einführung darin, die theoretische Grundlegung dieser Begriffe hier zu machen. Und ich mache einen Vortrag, wie ich es sonst nie mache. Normalerweise habe ich viele Bilder. Heute habe ich ein Bild, ein Diagramm und 6 Textfolien. Und das mag ich eigentlich gar nicht, aber ich wollte Latour schwarz auf weiß bringen. Und wir müssen ein bisschen lesen hier bei der kleinen Präsentation. Und die Fernsteuerung tut's nicht. Das war zu schnell. Oh. Ja, Bruno Latour hat in seinem neuesten Buch das Terrestrische Manifest auch ein paar Bilder drin, und die ich finde auch sehr, sehr gut verständlich sind im Vergleich zu manch anderen Bildern, die er mal so in anderen Büchern zeigt. Und er gibt uns mit dem Terrestrischen einen neuen Attraktor. Und zwar eine Alternative zum Attraktor, vor allen Dingen Globales. Ich habe nichts gemacht, Entschuldigung. Die Moderne möchte zum Attraktor Globales, wie er sagt. Es zieht uns dahin und mit ihren ganzen Freiheitsversprechen und so weiter. Und gleichzeitig gibt es gerade heutzutage auch wieder Gegentendenzen, die zum Attraktor Lokales ziehen. Nationale Bewegungen, beispielsweise das Erstarken auch rechter Parteien. In diesem Spektrum bewegte sich vieles. Und spätestens mit dem Pariser Klimaabkommen, wie er das in seinem Manifest sagt, ist eigentlich klar geworden, der Attraktor Globales, dafür ist unsere Welt zu klein. Wenn also alle Nationen quasi die Moderne so verwirklichen, wie es die Industrienationen gemacht haben, dann das schafft unser Planet nicht. Folglich können wir diesen Attraktor Globales auch nicht erreichen. Und er plädiert jetzt für diese Umkehr zum neuen Attraktor Terrestrisches, weil er natürlich gleich sagt, so, was so manche sagen, dann okay, wenn es bei uns nicht reicht, dann gehen wir noch auf den Mars und auf den Mond und was weiß ich wohin. Das funktioniert ja auch nicht. Und das Terrestrische ist aus meiner Sicht das für mich überzeugendste Angebot, aus diesen Dualismusfallen rauszukommen. Es ist ein integrierender Begriff. Wenn wir den Titel dieser Konferenz auch sehen, urbane Naturen, Kulturen, es nutzt immer noch die alten Gegensatzpaare. Wir wissen, dass es eigentlich nicht mehr so wirklich Natur gibt im Anthropozän, zumindest nicht als das, was nicht vom Menschen beeinflusst ist. Das Anthropozän sagt uns deutlich, jeder Quadratzentimeter, jeder Kubikzentimeter Atmosphäre ist von uns durchdrungen. Deswegen gibt es ja überhaupt diese geologische Epoche. Also was ist dann noch Natur? Wir wissen es nicht. Ist es dann alles Kultur? Es kommt ständig in diese problematischen Diskussionen. Und sie nebeneinander zu stellen, hilft vielleicht auch nicht. Und ich habe mir gestern mal den Spaß gemacht, abends, immer wenn diese Worte Natur, Kultur oder auch urban, ist ja auch so ein Begriff, vielen habe ich es in meinem Kopf in terrestrisch übersetzt, also oder ersetzt, und es passt eigentlich immer ganz gut. Also ich finde, der Begriff hat Potenzial, er ist noch sehr, sehr neu auf dem Markt,
aber ein sehr gutes Angebot. Das ist für mich fast die größte Leistung dieses Manifestes, uns einen Begriff an die Hand zu geben, der uns aus diesen ganzen Dualismusfallen rausholt. Ja, was sagt Latour? Es ist also vielleicht an der Zeit, nicht mehr vom Menschen, Humanwesen zu sprechen, sondern von terrestrischen, von Erdverbundenen, Earthbound oder Earthbounds, um damit den Humus, letztlich den Kompost herauszustreichen, der in der Etymologie von Human steckt. Wir sind Erdverbundene inmitten von Erdverbundenen. Ist nicht dieselbe politische Aussage, wir sind Menschen in der Natur. Da ist nämlich noch dieses Gegenüber drin. Aber wir sind alle Erdverbundene und inmitten von Erdverbundenen. Und das ist dann auch kein Holz mehr, sondern wir sind alle auch aus so einer Art Lehm geformt, wie er sagt. Aber den entscheidenden Satz finde ich auf jeden Fall diesen hier, dass wir uns einen neuen Namen geben. So, und dann geht er ziemlich am Ende vom Buch, kommt dann so, ja, und wenn wir das jetzt sagen, was folgt daraus? Was müssen wir jetzt tun? Und da sagt er so, deshalb ist es so wichtig, eine Anfangsphase vorzuschlagen, in der Verfestigung aufgebrochen wird, um zunächst einmal die Darstellung der Landschaften zu verfeinern, in denen die geosozialen Kämpfe stattfinden, um sie danach neu zusammenzusetzen. Auf welche Weise? Na, wie immer, von der Basis her, durch Erhebung und Untersuchung. Dafür muss man bereit sein, die Lebensterrains als das zu definieren, wovon ein Erdverbundener für sein Überleben abhängt, und sich dann zu fragen, welche anderen Erdverbundenen von ihm abhängig sind. Das finde ich hier spannend. Na, wie immer, von der Basis her, durch Erhebung und Untersuchung. Und wir haben gerade die Analysen gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die geosozialen Kämpfe auch drin hattet. Wahrscheinlich. Aber ist es nicht vielleicht zu wenig? Zumindest, wenn wir von terrestrischen Entwerfen sprechen, ist es zu wenig. Bruno Latour ist Soziologe, Anthropologe, Philosoph und ja, vermeintlich kein Entwerfer. Ich glaube, wenn wir das Terrestrische überlegen, was das als Handlung dann bedingt, reicht Erheben und Untersuchen alleine nicht aus. Aber dabei bleibt er in diesem Buch stehen. Und das hat mich gewundert. Und dann habe ich angefangen, mir meine alten Latour-Zitate mal anzugucken und habe Latour jetzt rückwärts gelesen. Wir gehen jetzt mit vier, glaube ich, Latour-Zitaten ein bisschen rückwärts, um noch mehr dem auf die Schliche zu kommen. Er war aus meiner Sicht, hat er schon Besseres viel früher gesagt. Mal sehen. Ich starte mit diesem, jetzt wird es alles Englisch. Und ich denke, wir machen das jetzt mal so bei den Englischen so, wir lesen kurz und dann kommentiere ich das und ich lese es nicht laut vor. Also hier 2013 in An Inquiry into Modes of Existence. Hebt er das nochmal hervor, also dass die Ordnung von Natur und Gesellschaft sich auflöst, implodiert, und er spricht dann von Entanglements involving Beings. Ja? Also dieses Wort wollte ich hier herausstreichen. Also es geht dann, wenn wir von den Erdverbundenen sprechen, sollten wir uns auf die Verwobenheit fokussieren. Entanglement, auf Deutsch Verwobenheit. Finde ich einen ganz wichtigen Begriff, auch für das Entwerfen. Jetzt gehen wir weiter zurück, da wird es ein bisschen sehr lang. Das ist jetzt das Compositionist Manifesto von 2010.
Bei diesem Zitat ist es erstmal interessant, dass er auf Dinge rekurriert, die wir auch gerade im Vortrag hatten, ne? Den Platz, also Orte als, auch als Bühnen zu sehen. Aber es kommt ein ganz aktives Wort rein, nämlich Komposition. Und auch interessant, es geht also nicht mehr darum, was nicht konstruiert ist, also was dann Natur sein mal vielleicht war und das, was die Menschen dann konstruieren, als das Gegenteil, sondern alles ist ja laut Latour kein Fakt mehr, sondern ein Concern. Und dieser Concern, den können wir gut oder schlecht gestalten. Well or badly constructed or well or badly composed. Das finde ich bei diesem Text schon mal einen wichtigen Denkfortschritt oder eine Denkrichtung, die weit über das reine Untersuchen oder Aufnehmen hinausgeht, das Komponieren. Aber 2 Jahre früher hat er eine Philosophy of Design gemacht. Und das wollen wir jetzt auch noch mal lesen. Zweitletzte Lesefolie. Nochmal sein Thema, es gibt keine Natur mehr. Jetzt nennt er es das Terrestrische. Es geht darum, das clever zu designen oder es zu redesignen. Alles ist ja nur noch ein Redesign. Und da benutzt er also das erste Mal das Wort Design, 2008. Und insofern, terrestrisches Entwerfen kann man auf Latour zurückführen. Und in diesem letzten Zitat, was wir uns durchlesen, kommt dann auch nochmal zu einem ganz extremen Statement. Also das Entwerfen wird immer wichtiger. Es ist zwar keine Revolution, es ist ein Vortasten. Und ja, dieser Spruch von Henk Oosterling, den er zitiert, Dasein ist Design, ist ja ganz extrem, aber auch unheimlich inspirierend dann jetzt für uns Landschaftsarchitekten, wenn ich das mal sage. Aber auch das, was beim Terrestrischen Manifest eben noch stand, dieses Untersuchen, da sind wir bestimmt nicht so gut wie Anthropologen oder andere. Insofern drängt das schon, das terrestrische Entwerfen, auch auf diese interdisziplinäre Zusammenarbeit aus meiner Sicht. Ja, das sind die Latour-Zitate. Und wenn ich das dann nochmal so zusammenfassen darf, also aus meiner Sicht füllt das Terrestrische eine Lücke, die das Anthropozän gerissen hat. Ich hatte das schon angedeutet, seit dem Anthropozän fällt es immer schwieriger, über Natur oder Kultur zu sprechen. Und das Terrestrische ist aus meiner Sicht ein besseres Angebot als die Cyborgs, die Hyperobjekte und so weiter. Also darüber aber sollten wir unbedingt diskutieren. Es drückt diese Verwobenheit aller Erdverbundenen aus. Und da sagt Latour, das müssen wir zwar auch untersuchen, aber das ist auch eine Komposition, es ist ein Design, eine Gestaltungsaufgabe für uns. Wir stehen da auch in der Verantwortung und es kann gut oder schlecht gemacht werden. Wenn also alles entwerfen ist, Entschuldigung, jetzt bin ich hier draußen, was bedeutet es für die Landschaftsarchitektur? Wäre dann die Frage. Und da habe ich dann gedacht, das kann ich jetzt hier nicht in dem 15-Minuten-Statement dann nochmal alles
ja, darstellen. Ich habe nur ein Bild mitgebracht, dann das aus München, und das hatten wir auch schon. Ich bin froh, dass der Vortrag von Cordula Kropp mir den nicht zerstört hat, weil das kam ja gestern so raus, als wenn das vielleicht ein Naturschutzprojekt war, wo die Menschen da reingefallen sind und es fast ein Irrtum ist. Aber ich habe mit ihr darüber gesprochen. Nein, so ist es nicht. Es wurde von Anfang an eigentlich als so ein Projekt entwickelt, dass die Verwobenheit der Erdverbundenen mitdenkt. Und davon gibt es in der Landschaftsarchitektur inzwischen schon viele gute Beispiele, aber auch noch oft wird es nicht mitgedacht. Und das hatte Regine Keller, finde ich, auch sehr gut dargestellt. Und trotz allem, die Landschaftsarchitektur ist vielleicht die Gestaltungsdisziplin, die sich mit dieser Verwobenheit der Erdverbundenen am intensivsten beschäftigt und bietet aus meiner Sicht deshalb also viele spannende Zukunftschancen für das Anthropozän. Und darüber können wir dann gerne später diskutieren. Und ich beende jetzt meinen Einführungsvortrag. Vielen Dank.